Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sekiro Shadow Die Twice. Erstmal werden wir unsere Körpermerkmale verbessern. Ja, nice. Dritte Gebetskerle. Yeah. Eine Kette voller Gebetsperlen, die einer Figur des Bildhauers geopfert wurden, erhöht die maximale Vitalität und Haltung. Ein Rosenkranz aus Gebetsperlen stärkt die Starken. Der Bulle war eine wütende Bestie und nicht mehr als das. Im letzten großen Krieg stapelten sich die Leichen der Ashina-Samurai und etwas musste getan werden. Ja. Maximale Gesundheit. So, wollen wir sie mal alle heilen? Ja, ne? Komm. Einmal geht. Einfach nur so just for fun. Wir werden im Laufe der Zeit ja noch mehr von diesen Dingern finden. Von daher passt das schon. Gut. Erinnerungen haben wir keine mehr. Können noch Fähigkeiten erwerben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo wir stehen geblieben sind. Was wollten wir machen? Wir brauchen hier 6. Gewährt die Kampfkunst Schattensturm. Dafür brauche ich 6 Stück. 6 an der Zahl. Stimmt, die Heilung wollten wir noch heute verbessern. Da brauchen wir 5. Ach du Scheiße, was ich alles noch brauche. So, okay. Die haben keinen Herren mehr, deswegen ignorieren wir sie einfach mal. Ich möchte dennoch hier hoch, und zwar... Können wir das erklimmen? Ich glaube schon. Ich glaube, das ist der Sinn des Ganzen, oder? Falsche Taste zu drücken, ergibt aber keinen Sinn. So... Na komm, lass mich da hoch. Ach, verdammt. Bin ich denn da hingekommen? Von hier? Oh, oh. Mistkerl. Bin ich da denn nochmal hingekommen? Oder konnte ich dann... ein Combo-Move machen von hier. Nee. Hä? Ah, ich bin von der Seite aus hingekommen. Glaube ich zumindest. Was man nicht alles tut. Aber der wurde ja gewarnt, ne? Wenn wir jetzt hier hochgehen, sieht er mich da hinten schon? Ach. Komm alleine her. Los. Ich sprinte da jetzt einfach hin. Ja, danke Kamerasteuerung. Bullshit. Kann mal einer runterkommen? Oh Gott, jetzt sind da 3. Ah. Ja, komm ums Eck, Mann. Was ist denn los mit dir? So verwirrt kannst du doch nicht sein. Hier bin ich. Jetzt hüpft er da rum. Nee, so komme ich da nicht hin, ne? Junge! Sag mal, du kannst doch nicht so behindert sein. Ja, mach mal deine Moves. Komm mal lieber her. Das ist jetzt kacke. Take this. Oh, jetzt abgeblockt. Noch einer. Ja, ich muss rüber, ne? Hallo, Freunde. Okay, das ist jetzt echt unfair. Na, wieso? Ich hasse das. Ah, ja gut.
shit happens. Es reicht jetzt hier mit euch. Scheiße, ey. Wenn alle Gegner auf einmal kommen. Jetzt kommt da einer rübergesprungen, da, ich sehe ihn doch. Oh. Keine Arme, keine Kekse, würde ich sagen. Sag mal. Mach mal keinen Scheiß, Junge. Hier, komm. Deine Ampeleien kannst du mal woanders machen. Aber nicht bei mir. So. Ja, Achso. Da ist eine Leiche runtergefallen. Da würde ich auch große Augen machen. Seht ihr mich sofort, wenn ich hier runter springe? Oh Gott, da ist einer. Wenn ich da schnell bin, kann ich ihn töten. Ich bin ein schneller Ninja. So. Jetzt lutschen wir mal das Geld auf. Der sieht mich nicht. Bevor der andere mich sieht. Ja. Nervensägen! Bitte nicht alle beide auf einmal herkommen. Einer reicht mir voll aus. Wo seid ihr? Hallo? Ich höre euch, aber ich sehe euch nicht. Oh. Jetzt hör auf! Junge! Was zum Teufel war das denn? Macht er hier den Beyblade? Gib mir dein Geld, bevor du runterfällst. Jetzt bist du alleine. Was willst du machen, hä? Alleine könnt ihr gar nichts. Außer das Beyblade-Typi da hinten. Der hat irgendwie ein bisschen was drauf gehabt. Aber den ignorieren wir einfach mal. So, da ist Loot. Da ist ein Gegner. Surprise Attack! So, sonst noch hier irgendjemand, der Spaß haben möchte? Sehr schön. Okay. So. Wir kommen hier echt noch weiter hoch, ne? Faszinierend. Das Wasser. Und ein Drachen. Ohne dass jemand drauf ist anscheinend. Ich höre irgendwas. Uah. Ja, super. Einmal falsche Taste gedrückt. Nein! Er brennt! Ist er explodiert? Wieso bist du explodiert? Oh oh. Kannst du bitte woanders explodieren? Ich krieg Leben wieder, wenn ich jemanden töte. Stimmt. Okay, der kam von da oben. Das heißt, da sind wir safe. Handvoll Asche. Kürbissamen, nice. Okay, erstmal setzen wir uns hier kurz hin. Wir rasten aber noch nicht. Ich möchte erst noch den Rest da hinten erkunden. Falls das geht. Ich sehe Fische. Ich sehe eine Brücke. Ich sehe da hinten Loot. Okay. Oh! Mein Lieblingsgegner. Ah, sind hier auch noch mehr, ne? Ja. Noch irgendwo einer? Wie sie auf provokant in eine Ecke starren, damit man sie extra tötet. So, wollen wir mal ins Wasser springen? Oh, hi, ich hab dich zu spät gesehen. Keine Sorge, aber ich vergesse dich nicht.
So, da sind aber keine Haie oder so, ne? Irgendwas, was mich hier töten will? Ihr seid keine Goldfische. Schade. Aber irgendwas Heftiges ist da unten. Lernen wir noch zu tauchen? Ich bin unsichtbar. Mann, ich wollte euch belauschen. Eigentum, Ballon. Ach komm, verstecken wir uns, bis die sich beruhigt haben. Dann schwimmen wir hier rüber. Oh oh. Hat keiner gemerkt. Soll das heißen, wir haben nicht genug Salz? Ja, wir benutzen es natürlich zum Kochen, aber auch für Wunden und zur Reinigung der Toten. Und weil so viele sterben, haben wir keins mehr? Ja, darum werden so viele auf dem Schlachtfeld krank. Verstehe. Dann müssen wir also irgendwie an Salz kommen. Die Gespräche haben meist hier eigentlich einen Sinn. Wieso dieses nicht? Wo geht's hier lang? Hier schenkt mir doch niemand was, das kannst du voll vergessen. Aha. Was bist du denn? Alles ein Affen. Oh Gott, ich häng fest am Baum. Oh. Den hier wollte ich eigentlich. Die Affen sind leicht zu töten. Aalleber. Wundersamenmittel vom Altar des Ashina-Clans. Das Blitzeverband. Reduziert deutlich den Schaden durch Blitzangriffe und die Statusanomalie Schock. Der Blitz ist eine Macht der Götter. Aale sind zwar klein, doch mit Drachen verwandt. Auch die Macht eines Gottes kann unterdrückt werden, wenn auch vermutlich nicht lange. Wieso Blitze? Und wieso ist hier noch ein Weg? Ist das jetzt eine Abkürzung? Habe ich gescheatet? Sollte ich hier noch gar nicht sein? Ist geschenkt, also. Was soll's. Wenn ich hier direkt auf einen Boss stoße, ne, dann kotze ich aber. Da kann ich speichern. Aber ich werde immer noch nicht rasten. Okay. So viel zu diesem Weg. Wir haben noch einen Weg gefunden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welchen Weg ich zuerst gehen möchte. Ich möchte auf jeden Fall erstmal zurück, denn da ging es ja nochmal in die Burg rein von unten. Dann gehen wir von oben rein, dann gehen wir meinetwegen bei den Affen hier lang. Oder was weiß ich, also wir werden einfach irgendwo lang gehen, wenn wir da nicht mehr weiterkommen, dann gehen wir zurück und freuen uns um Keks. Das ist ein guter Plan. Nee. So, ich erinnere mich, da hinten war Loot. Wie komme ich da hin? Na, so offensichtlich nicht. Oh Gott. Oh Gott, ich stecke fest. Oder kann ich da einfach hinschwimmen? Ich kann mich hier nirgendwo festhalten. Oh. Könnte hier hoch, ja. Was nützt mir das?
Oh, hier ist eine Tür. Ah, war ja klar. Türen sind hier nicht zum Öffnen da. Hä? Dich will ich jetzt noch nicht haben. Vor allem weiß ich nicht, wie viel Leben du hast. Kommen wir irgendwie von der Seite daran? Haha, ich habe einen Weg gefunden. Und das hat gar nicht mal so lange gedauert. So, ich hoffe, dann ist hier der übelste Preis aller Zeiten. Ah, ja gut, ist in Ordnung. Gleich upgraden. Das ist akzeptiert. Ja gut, dann würde ich sagen, gucken wir mal, wo es hier lang gehen. Wir dürfen sogar noch einmal sterben. Okay, hat mich gesehen. Wie viel Leben hast du? Oh Gott, die sind zu zweit. Hey, okay, das ging schneller als gedacht. Oh Gottes Willen. Traut ihr euch nicht weiter? Die trauen sich nicht weiter. Habt ihr Angst vor der Brücke? Oh. Ja, super, wir sehen einfach den nächsten an. Oh, ist klar. Ja, mach deinen Special Move. Schwere Geldbeutel, ja, nice. Manchmal ist das Spiel echt unfair. Er hat einfach den anderen anvisiert. Wo sind wir jetzt hier? Noch ein... Wo? Hey! Es sind mir eindeutig zu viele Wege hier. Tropfen Drachenblut. Ah, okay. Warum das hier bei dem Grab liegt, als Grabbeigabe, weiß ich auch nicht. Da ist auf jeden Fall ziemlich viel Loot. Da geht's hoch in eine Tempelanlage. Da noch an den Seiten weiter. Ach, Leute. Oh. Hey, ich muss ja zugeben, das ist ein bisschen zu viel hier für mich. Aber gut, wir haben ja gesagt, wir gehen zuerst nach oben. Deswegen... Schrein der großen Schlange. Oberer Turm. Gehen wir erstmal in den oberen Turm. Gucken wir erstmal, was da ist, ne? Wir haben jetzt auf jeden Fall sehr, sehr viele Wege. Sollten wir irgendwo durch weiterkommen, haben wir wenigstens die Möglichkeit, 10 andere einzuschlagen. Hey, wer kann das von sich behaupten? So. Ich höre schon Gegner. Was erwartet uns hier? Oh. Okay, wir wissen trotzdem nicht, was uns hier erwartet, weil der Gegner irgendwie ein bisschen doof war. Aber wir wissen, dass es hier Geheimgänge gibt. Das dürfte klar sein. Steht da einer oder ist das eine Statue? Ich glaube, da steht einer. Oder gehen auch einige? Das sind ein bisschen zu viele. Und ein alter Mann. Was soll der alte Mann da? Ja, der ist auch so scheiße langsam. Oh Gott, das wird mich jetzt schon aufregen. Wo ist der andere hin? Ach, der ist abgebogen. Ich glaube, der alte Mann schlägt einfach nur Alarm. Oder ist eine Hexe. Er ist auf jeden Fall scheiße langsam. Er geht zurück. Verdammt. Aber der dürfte so langsam sein, dass ich den da abfangen kann. Es sei denn, der zweite kommt gleich wieder um die Ecke. Jetzt bleibt der stehen. Oh, das war eine alte Frau. Naja, nicht so schlimm. Geht's hier oben vielleicht noch irgendwo lang? Nee. Okay. Wo ist der andere Fuzzi? Oh. Hab ihn gefunden. Kügelchen.
kann da hoch. Aber ich kann auch die alte Oma töten. Oh, das ist keine alte Oma. Oh, ja, die drehen mal richtig durch hier. Okay, auf die muss man sich auch erstmal einstellen. Alter! Junge! Okay! Wir überleben uns mal wieder. Riesenhart drauf, die Jungs hier. Ach du Scheiße. Wie seid ihr denn drauf? Tschüss! Die sind ja kein Problem, das sind nur kleine Vasallen. Hey, okay, mit diesen Schwerttypen muss ich erstmal klarkommen. Man muss die Gegner erstmal lernen. Das ist eigentlich der Trick bei der ganzen Geschichte. Man muss die lernen und dann dürfte das eigentlich easy sein. Okay. Die schlagen verdammt langsam zu. Das ist ein bisschen nervig. Okay, das war ein schneller Schlag. Geht doch. Alter. Oh. Den habe ich auch geblockt. Was geht denn mit denen ab? Okay. Wir müssen verdammt sneaky sein. Ja, die sind... Die sind schon ein bisschen deftiger, ne? Das ist schon so eine richtig schön gesalzene Mahlzeit. Ich weiß nur, dass ich mich jetzt hier nochmal durchprügeln muss. Oh, scheiße. Direkt verkackt. Na komm, kämpfen wir hier. Ich muss eh trainieren gegen dich. Yeah. Göttliches Konfetti. Konfetti ist Konfetti. Wir schleichen uns mal an der Oma vorbei. Töten erst den hier. Ich habe nichts gemacht, Omi. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nur gestreichelt. Oh. Oh, die haben gute Ohren, die Jungs, ey. Okay, jetzt zu Oma. So, habe ich jetzt mein Leben wieder bekommen. Hier sind zwei Typen, ne? Einen kann ich so töten. Naja, nun muss ich schon... Okay. Nö, ich habe auf jeden Fall nicht geblockt. Okay, lass mich nur kurz was trinken. Oh, das ist ein harter Angriff. Ich versuche den immer zu blocken, aber so leicht ist das nicht. Der macht das jedes Mal, wenn er kurz vorm Sterben ist. Jetzt geh weg mit dir. Alter, diese Jungs. Das wird ein bisschen dauern, bis ich drauf habe. Ich glaube,
Wenn ich gleich die Folge beende, werde ich erstmal ein bisschen gegen die trainieren. Und ich weiß, was abgeht. Okay. Also ich könnte jetzt hier rauf. Ich könnte auch einfach einen Geniestreich machen und hier die Tür aufmachen. Ah, okay. Kann ich nicht. Sag mal, ihr hört mich doch nicht durch die Tür hindurch, oder? Oh. Ich sehe da nur einen. Komme ich wieder hoch? Nein. Oh, ich sehe da mehr als einen. Ich komme nicht mehr hoch. Ja, was mache ich jetzt? Auf den gefährlichen. Au! Ich wollte doch noch durchrennen. Okay, dich habe ich nicht mehr gesehen. Ja, mach mal eine kleine Pause, mein Freund. Ich kann euch nicht durch die Tür sehen, es tut mir leid. Ah, oh Gott, der will auch nicht zuschlagen, ne? Ist eingeschlafen im Kampf. Ah, Leber. Oh, sorry. Ich hab das Bild kaputt gemacht. Kokans Gofekt. Oh! Eine Türe! Ist das die Tür, die wir kennen? Ja. Tatsache. Das sind Goldfische, oder? Nee, die sind Gold. Alles klar, wir haben hierher gefunden. Und hier ist noch eine Truhe. Habe ich kaum gesehen, ey. Die hat nicht so wirklich geleuchtet. Sabimaru. Ein altes Kodachi-Kurzschwert mit ungleichmäßigem blauem Rost auf der Klinge. Kann in der Shinobi-Prothese als Prothesemodul genutzt werden. Geschmiedet von Ashina-Clan zur Abwehr des unmenschlichen Bösen, das vor langer Zeit Ashina überfiel. Das blaue Gift war dafür verantwortlich, dass die Geister endlich ausgetrieben wurden. Ah, Anti-Geister-Schwert. Erstmal hier alles abschubsen. Noch ein Tor. Ich weiß, wo wir sind. Auf der anderen Seite. Ja, Tatsache. Alles klar. Kann man hier auch wieder hoch? Ich habe irgendwas gesehen. Nee. Ah, Ein Fall von dumm gelaufen. Na gut, Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Ich werde jetzt mal kurz gegen diese komischen Typen trainieren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss. Ja, Momo, Leute.